Da hast du aber auch hier nochmal ein Kunststückchen gemacht, hä? Ich hab schon gedacht, ich hab die Aktion von meinem Mann gesehen. Ja, ja. Ja, mit 5 Mann im Mittelfeld. Schon krass, gell? Gut gemacht. Jetzt versuchen sie sich frei zu laufen. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Jetzt hab ich mal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Passen. Können Sie die Flanke verwerten? Und nochmal! Ja! Ja! Wunderklasse! Wunderklasse! Aber guck doch mal, wie gut wir sauber, spielen. Sauber. Wie sauber das jetzt funktioniert hier. Ich bin richtig glücklich gerade. Schöner Pass. Und reingeflankt. Und da kriegt er auch noch perfekt auf den Fuß und dann... Sauber, sauber. Und selbst beim Nachtreten noch wenigstens Tor gemacht. Obwohl Menu eigentlich gar nicht so schlecht ist, ne? Also... Ja, das stimmt. Wayne Rooney. Gute Aktion des Verteidigers, da hat er Übersicht gezeigt. No. Oh. Voll reingeworfen, ey. So. Ja, ich will den Headshot. Superman. Den Headshot. Ach, Brain. Das war jetzt misskalkuliert. Ja, genau das meine ich. Die sind eigentlich nicht schlecht. Oh, oh, oh. Stehen alle in der Mitte wie ein Gemüse. Und da habe ich ihn weggehauen und... Klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Den Ball noch abgefälscht. Ja. Und nun Michael Carrick. Ja, ruhig. Oh. Zucker, Junge. Oh. Was macht er denn? Ich drück ganz leicht! Freie Tor! Oh Gott, das freie ey. Tor! Jetzt weiß ich, was dir immer wieder fährt. Ja, das meine ich ja immer. Das sind so Tore, die müssen sein. Die müssen. Boah, du so. Ja, was ist denn jetzt hier? Warum wechselt denn der Spieler? Abseits. Abseits und ein Foul wird gepfiffen. Geil. So, ich muss mal kurz gleich Pause drücken. Ich muss nämlich mein Headset aufladen. Stecken. Es hat wieder gepiepst. Okay. Aber es geht mir so auf den Sack. Ich entweder hole ich mir jetzt eine Kabeltastatur oder eine Kamera. Beides, weil. Also zum Zocken ist beides kacke, weil sich das irgendwie koppelt oder so. Kann ich weitermachen? Ja, ich hab schon längst weiter. Ach so. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Und jetzt Robin van Persie. Oh, oh, oh. Boah. Die können auch von der Ferne aus schießen, das ist hart. Er hat Schüsse drauf, der Typ. Es wird Eckball geben für Menu. Das Lustige ist, wir haben ja nicht aus der Ferne geschossen. Unsicher wird Rooney! Er will den haben, den Ball. Ah, schade. Nani. Er guckt sich um, ob jemand mitgeht. Sehr schön. Wow! Oh. Der hat eben Abseits angezeigt. Krass. Der ist aber noch gut geflogen, also. Oh. Ah! Was für eine Grätsche! Jetzt Manchester United im Ballbesitz. Boah, schön. Ach, Kacke. Wolltest du flanken oder hast du? Ja, ich wollte. Nee, ich wollte zu dir flanken. Was war das denn? Auswechseln wahrscheinlich. Nee. Nee, noch nicht mal. Findet dieser weite Pass sein Ziel? Carlos Tevez. Und jetzt Robin van Persie. Boah.
Weg damit! Oh Mann! Nani. Er versucht's mit einer Grätsche. Ja, was macht er denn noch einen Trick, bevor der Pass? Ja. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Nun, richtig voll daneben. Gute Flanke. Schwache Flanke. Zu leicht auszurechnen. Das sind immer so Schüsse, wo der Torwart nicht richtig sieht und dann gehen sie rein, weil er zu spät losspringt. Aber der Torwart hat die passende Antwort. Und da kann der Torhüter wirklich mal zeigen, was er drauf hat. Die Flanke war nicht von schlechten Eltern. Unglaublich, dass er verstehen konnte er sie aber nicht richtig drüber. Ein bisschen zu hoch angesetzt. Tevez. Ja. Das ist meine Chance. Da ist ihm der Ball wörtlich vor die Füße gefallen. Nani. Oh Mann. Ach, schade. Ach komm, Buffon. Du hast genug Zeit. Schade. Ja. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, das kannst du nicht sein. Naja, wir haben ja eh 2-0 geführt, deswegen. Ja, aber ein Tor hatten wir dann noch Puffer. Hat er genug Zeit aufzustehen. Und dann ist besonders ärgerlich, muss der Keeper sich geschlagen werden. Foul. Definitiv muss er da Freistoß geben. Aber was? Nee, ich hasse das. Es wird angezeigt beim Freistoß, dass das voll ist und dann macht er so einen Schickpass. Und nun Arturo Vidal. Ja, und das ist auch schon wieder so eine Sache. Weißt du, dann kommt ein Gegner und der geht einfach von der Ball fixieren. Richtig, weißt du? Richtig. Das ist sowas, das geht gar nicht. Das haben aber alle. 2:1 steht es hier. Ich kenne noch so ein ganz altes Fußballspiel für die PS2, das nennt sich This is Football, da war das echt da. Ja, das ist der Vorgänger von TIFF. Oder das erste TIFF. Nee, This is Football 2000. Ja, TIFF hieß das. Hieß die Serie. Habe ich auch eins. Da habe ich das auch. Das war das einzigste Fußballspiel, wo du Schwalbe machen konntest. Ja. Fand ich echt gut. Oh, schön gemacht, schön. Der war gut. Und zurück. Sehr schön gesehen. Boah. Es ist doch ein Torhüter. Er kann es. Ja, der Ball war schon im Tor aus. Das muss Eckball gehen. Der ist ihm gefallen. Naja, gut. Das war aber jetzt eher nichts. Was das sollte. Ich denke mal, der wollte hochpassen. Und da war keiner da. Ja, der Rooney ist stehen geblieben. Oh. Zucker! Oh. Super geil, richtig und klasse. Der Aufstieg scheint zunächst weit entfernt. Ja, ich renne ins Netz. Ich sehe es. Ich renne ins Netz. Boah, geil, was ein geiler Pass. Zack, und dann, anstatt hoch, zack, haut er den flach unten rein. Richtig schön. So muss das sein. Alle anderen hätten den Hook reingeballert. Und wenn das so weitergeht, dann kann das ein guter Tag werden. Wayne Rooney im Sprung über die Blutgrätsche. Oh. Schöne Flanke. Gutes Stellungsspiel hinten in der Abwehr. Auch bei diesem Flankenball. Zurückpassen. Jetzt als nächster. Ja, ich bin halt nicht mal jemand, der zurückpasst. So, da hast du einen Zurückpass. Nani. Den hättest du auch nach vorne schießen können. Hab ich. Hab nach vorne gedrückt. Mata. Ah, kein Tevez. Absatz. Boah. Kann er sich den Ball holen?
Wayne Rooney. Das war aber Abseits. Nee, war Abseits. Ein Schritt oder so. Ja, nee, ich dachte, aber das war Abseits. Eigentlich wollte ich rechts. Ich wollte rechts zu dem, der losgesprintet ist, passen. Ja, habe ich nämlich gesehen. Aber wenn wir so weiterspielen. Oben. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Oh, schade. War ein bisschen im Bedrängnis. Ja, zu sehr im Bedrängnis. Schade. Jetzt Manchester United im Ball. Alter, was ist das denn hier? Oh Mann. Was war das denn? Slow-Motion Fußball oder was? Ja, aber echt immer wieder zum gegnerischen Spieler gepasst quasi. Hat er vor die Füße gelegt. Ja, der ist ja einfach nach hinten gelaufen. Die geht mir auf den Sack, Alter. Ich hab gesagt, ich bin am Zocken. Blöde Kuh. Ah. Oh. Gut, bevor. Lass die Zeit. Mata. Schön. Hast du noch? Ja, schade. Gut. Alter! Ist sie behindert? Warte mal kurz. Oh, Alter. 3 Sekunden. Oh. Ah, da geht's Handy an. Dick, 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 dick. Boah. Ich sag dir 5-mal, ich zocke. Ja! Dann ruft sie mich nicht auf Skype, dann ruft sie mich auf Skype an, dann ruft sie mich am Handy an. Das ist unglaublich. Ne? Hey, ich stell das gleich aus. Gut mitgespielt, er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Und der Angriff wurde gestoppt. Der war nice. Ja, da schade. Hatte er keine vernünftige Option mehr, deswegen musste er den Ball ins Ausspielen. Ich habe mir schon so was gedacht, ne? Erreicht dieser lange Ball Robin van Persie? Der war auch geil. Ja. Nani. Ja, hast du den gesehen, den Zuckerrutscher? Deutliche Führung hier. Damit sollte der Aufstieg eigentlich nur noch eine Formsache sein, oder? Tevez. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Gerade noch rechtzeitig gekippt. Oh. Ja. Jones. Da steht keiner. Und jetzt Robin van Persie. Ja, war schön, Pass. Sind wir so zwei gegen schon. Eins. Das eröffnet man so. Oh, Alter. Möglichkeit, aber so ein Steilpass, der muss auch ankommen. Sehr schön angenommen. Ah, schade. Nein. Und der ist im Aus. Perfekt. Mitspieler eine Chance, an diesen Ball heranzukommen. Was machen die eigentlich im Training? Der Ball könnte Wayne Rooney finden. Hast du? Sehr schön. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Jetzt komm. Oh. Ja, ich wollte es noch versuchen. Ja, kein Problem. Sich auf den rechten Fuß. Kein Problem. Weil das ist ja so schön für den rechten so reinzuschieben. Richtig, genau, in die lange Ecke. Im Mittelfeld. Hopp. Ach, das wird nichts. 3 Minuten Nachspielzeit. Ja, hau den Torwart weg. Okay. Ja, komm, wir machst du. Oh, schön den Fehler ausgenutzt.
Kann ich auch. Und schon wieder sehr schön, sehr schön. Denken Sie, da stehe ich doch gerade. Ja. Ah, das war jetzt nur noch. Das war sehr schön. Na komm, kriegen wir noch eins? Was meinst du? Klar. Da, das wäre ja echt krass gewesen. Das wäre geil gewesen jetzt. Das wäre geil gewesen. Und damit der Aufstieg. Mit diesen Bildern, liebe Leute, möchte ich auch diese Aufnahmesession jetzt beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bleibt dabei, weil ich glaube, wir haben im Moment wirklich einen Lauf. Und wir sehen uns in der neuen Liga wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen.